Hinter mir steht der neue Ford Kuga, 120 Diesel PS, 8-Gang Automatik und entgegen der SUV-Optik hat dieses Fahrzeug nur Vorderradantrieb. Die SUV-typische Karosserie bietet drei Vorteile: die erhöhte Sitzposition, ein großzügiges Raumangebot und ermöglicht zudem ein leichtes Ein- und Aussteigen. Mit dem 1,5 Liter Turbodiesel mit den 120 PS ist man im Alltag eigentlich sehr gut bedient. Die Fahrleistungen gehen in Ordnung und im Alltagsbetrieb wird man einen durchschnittlichen Kraftstoffkonsum von rund 6 Liter Diesel auf 100 Kilometer erzielen können. Wie die meisten modernen Autos verfügt auch der Kuga in der von uns gefahrenen Version über zahlreiche Fahrerassistenzsysteme. Hervorzuheben sind dabei der Spurhalteassistent, der auf der Autobahn auch die Kurven selbsttätig ausfährt, und der adaptive Tempomat, der sich an der Geschwindigkeit des vorausfahrenden Verkehrs orientiert und auch bis zum Stillstand abbremst. Der Kuga punktet mit einem ausgewogenen Fahrverhalten, einem kultivierten Motor und einer angenehmen 8-Gang-Automatik. Platzangebot und Sitzkomfort gehen in Ordnung. Der Kofferraum ist auch durchaus alltagstauglich, aber in der Titanium-Version kostet er 39.850 Euro und das ist eigentlich angesichts des Gebotenen schon eine schöne Stange Geld. Nicht ganz nachvollziehbar ist leider die Angebotspalette. So gibt es den Allradantrieb, der zu dem Auto gut passen würde, ausschließlich in Kombination mit dem starken Dieselmotor mit 190 PS. Der Kuga ist ein ausgewogenes Auto mit einem stimmigen Gesamtpaket und leistet sich keine Überraschungen in die eine oder andere Richtung.